jetzt sind wir schon mir nichts, dir nichts beim dritten Teil und jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel, weil wir nämlich einen Krieg haben. Das ist richtig, ja. Mhm. Genau, Krieg ist nicht nur das niederländisch-flämische Wort für Kirschen oder Kirsche, Singular, ne? Unter uns Sprachwissenschaftler-Menschen. Nein, es ist auch das Bier für belgisch, das Wort für belgisches Kirschbier. Und hier haben wir Mariage Parfait, was heißt das auf Deutsch? Ja, die perfekte Heirat, Hochzeit, Hochzeit. Die perfekte Hochzeit, ja. Genau. Hätten wir alle gerne gehabt, ne? Ist leider nicht passiert. Ich hab das glücklicherweise nie angefangen. Also von daher. Ja. Aber du musst jetzt nicht lass uns nicht dieses Fass aufmachen. Ich glaube, da reichen die Alkoholvorräte nicht um. Das lassen wir besser mal. So. So, wir haben hier einen Krieg der Bohnenbrauerei. Frank Bohn ist in Belgien ja sehr bekannt in der Brauereiszene. Er ist auch der Vorsitzende der Ritterschaft des Bieres. Wer also im Frühjahr, ist es glaube ich, im Sommer in Brüssel, vielleicht nächstes Jahr wieder, gibt es ein Bierfestival, gar nicht groß, auf dem zentralen Marktplatz in Brüssel. Und dann hat die Biergilde hat ein wunderschönes altes Haus dort, was ihnen gehört. Da ist ein wunderschöner Saal mit Holzvertäfelung und so weiter. Und da werden dann die Ritter des Bieres zum Ritter geschlagen. Bist du auch schon Ritter des Bieres? Leider noch nicht, aber ich muss dran arbeiten, weil man kann nämlich entweder als Brauer, aber auch als Unterstützer des belgischen Biers als zum Botschafter Ritter. Des genau, Bieres. Ja, das Botschafter geht. Das Unterstützerin. Und das Schöne ist, ich war also mit einem Ritter da, der also sich verdient gemacht hat, um das belgische Bier nicht als Brauer, sondern als sozusagen Vertriebler, ne? Der ist also in die Welt verkauft, der auch mir teilweise Biere verkauft. Und das war sehr spannend, ne? Also da wurde wirklich mit Fanfaren und also, und das der größte Vorteil, das wusste ich am Anfang nicht, ist, ein Ritter des Bieres trinkt auf dem Festival halt umsonst, der zahlt nie. Aha. Und er kann aber auch so viel ordern, wie er will. Das heißt, ich bin dann mit dem mir bekannten Ritter bin ich dann rum, da hat zwei davon und da, so, es war. Das ist genauso, wie wenn ich in der Brassbar bin. der Ritter, der Bronze-Ritter der Brassbar. Genau. Mit seiner Gefolge. Genau. Ich trinke auch mal umsonst, ne? Hab genau. Ich richtig gehört, ne? Cheers. Cheers. Auf das Gefolge. Ja. Ja. Auf die freie Tränke, ne? Gleich der Kollege weg. Ja, also ein Kirschbier, das heißt, wir haben Sauerbier und hier bei Bohnen sind es, glaube ich, mindestens 25% Kirsche im Fass. Bedeutet, genau. Das wird mehrere Jahre im Eichenfass ausgebaut. Genau. Und besagten Füdern. Genau, wir wieder beim Thema sind, Füdern, nicht das erwarten bei einem Bier, was man standardmäßig so kennt. Genau, und wo er das gerade schon sagt, hier auch ganz wichtig, sage ich auch den Gästen immer, wenn sie das hier bestellen, es gibt zwei Arten von Kirschbier. Es gibt die eine Art von Kirschbier, wie, falls ihr das gesehen habt, der Achim und ich das in unserem Pommes- und Bier-Video verkostet haben. Von Petrus. Genau. Da kommen, da sind auch meistens Kirschen im Brauprozess drin. Das ist auch ein Sauerbier. Aber das wird dann irgendwann halt pasteurisiert. Da kommt dann irgendwie Kirschsirup, teilweise auch natürliches oder künstliches, dann glaube ich natürliches Kirscharoma ins Bier. Das ist ein sehr süßes Kirschbier und das kennen viele Leute gerade auch in Deutschland als Kirschbier. Und da, hier, noch da, darauf, der Hauptunterschied für mich tatsächlich ist nicht die reine Süße, sondern dass du auch quasi dieses Mandelartige vom Kirschkern mit dabei hast. Genau. Das ist halt so eine Geschichte und bei diesem Petrus war es dann nur so, dass das dann noch mit dem Pale Ale geblendet wurde. Richtig. Ne? Und hier haben wir das halt, das ist zwar auch ein Blend, aber sozusagen innerhalb der Biergattung. Genau, das ist nicht süß, das hat nicht so ein... So ein nicht. Aber es hat halt schon eine sehr, sehr, sehr angenehme, fruchtige Note. Ja. Genau, aber dann das Geheimnis hier ist auch, dass eben in diesen Füdern, diesen großen Holztanks, in denen das vergoren wird, nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, Kirschpüree oder Kirschkonzentrat oder irgendwas reinkommt, sondern eben im besten Fall diese seltene, alte, belgische Sauerkirschsorte, aber ganz. Was man übrigens auch schmeckt, ne? Ja, also gerade wenn man mal eine Sauerkirsche... Quasi, ne, als Kind hat man ja mal, man muss das ja probieren, aber dieser Nachgeschmack, dieses leicht Betäubende auch so ein bisschen, das hast du auf jeden Fall, diesen Nachgeschmack hast du. Ne? Genau, weil da kommen halt die Kirschen ganz rein mit Haut und Haaren, mit Kernen, mit Stielen zu einem gewissen Prozentsatz auch. Und das wird dann alles, habe ich schon oft erzählt, eben von diesen Brettern und Mietzeshäfen
verstoffwechselt. Das heißt, was da übrig bleibt, ist nicht viel. Die Kirschen, die lösen sich quasi bei diesem Prozess vollkommen in Brei auf oder man sieht sie gar nicht mehr. Das heißt, da wird alles, was an der Kirsche dran war, die Kerne und ein paar wird von der Hefe in ganz viele spektakuläre unterschiedliche Aromen umgewandelt. Ja. Und Frank Bohn war auch einer der führenden Brauer, die angefangen haben, wieder das traditionelle Blenden dieser Biere anzufangen. Und ja, die haben auch eine ganze Brandbreite von Gös und Gös gibt es gar nicht. Also Eau de Gös, glaube ich, das normale Bier. Dann gibt es auch eine Mariage Parfait, das Krieg Mariage Parfait. Die haben Framboise. Ja, und was die auch machen, ist, sie machen Wets, das heißt sozusagen Single-Cask-Abfüllungen. Ne? Wo genau, du dann da wirklich haben wir eben schon drüber geredet. Manchmal wird halt auch ein Fass so gut, dass du dann sagst, nee, das vermischen wir jetzt mit nichts anderem. Das soll jetzt so Showcase-mäßig als einzelnes Bier abgefüllt werden. Sehr lecker, kaufe ich auch mal gerne. Und das ist natürlich dann sehr speziell, ne? Wenn du nicht nur einen bestimmten Bierstil hast von einer Brauerei, sondern wo du sagst, okay, dieses Fass, also nur vergleichbar mit Single-Cask-Abfüllung beim Whisky, und das ist schon spannend und das trägt natürlich auch zu der Bandbreite der Biere bei. Ne? Hier haben wir zum Beispiel Ernte 2014, bedeutet, die Kirschen sind aus dem Jahre 2014 und das Bier natürlich auch. Und das hat natürlich Einfluss. Ne? Die Frage ist, wie feucht war es, wie viel Sonne hat geschienen und so weiter. Das ist wie bei allen anderen Naturprodukten, also natürlichen Produkten, ist ja beim Wein auch so. Da gibt es ja auch Jahrgänge, die besonders gut sind. Genau. Ist das denn ähnlich auch, wenn ich das lager und dass es da sozusagen tatsächlich auch so einen Markt gibt, wo man sagt, okay, dass der Jahrgang ist besonders gut gewesen? Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Also du kannst jetzt nicht ewig. Das hat jetzt auch nicht, würde ich sagen, also es ist nicht so groß wie diese Weinwelt. Nein, natürlich. Aber es hat schon Einfluss. Also ich weiß zum Beispiel, nur als ein Beispiel, das Orval, was jetzt ein Trappistenbier ist, was aber von der Anmutung schon in Richtung, sehr stark in Richtung Gös geht. Ne? Mhm. Ja, weil halt auch Brüssel und Mieterstiefen. Genau. Das habe ich ja in einem Video hier in der und da ist es in Belgien so, dass du in einem gut sortierten in einer gut sortierten Bar hast du halt einjähriges Orval, zweijähriges Orval, dreijähriges und vierjähriges und es wird sukzessive teurer. Ja. Ja, also beim Orval ist das wirklich was. Was ja alleine schon aufgrund der Lagerkosten schlicht und ergreifend natürlich auch. Und weil es halt glücklicherweise immer seltener wird. Ja, und auch immer besser wird. Ich sag mal, unter Fans ist es definitiv so, dass es Jahrgänge gibt der einzelnen Göses und Kriegs, die halt begehrter sind oder die als besonders charaktervoll in eine bestimmte Richtung geachtet werden. Aber wie wir schon vorhin bei der Göse von Dre Fontaine gesagt haben, das macht es halt sehr spannend, ne? Weil wirklich dann ein anderer Jahrgang kann heißen, dass das Bier wirklich eine andere Charakteristik hat. Ja, einfach nochmal eine andere Note auch entwickelt. Ja, aber das ist dann wirklich schon Spezialwissen. Ne? Also da ist dann der Punkt, wo... aber gut, wir haben von einigen Sachen, haben wir so zwei, drei Jahrgänge, ne, die wir dann natürlich auch so anbieten. Ja. Gut, ich denke, die meisten Leute, wenn sie was bestellen, ist das auf gut Glück, aber es macht es halt spannend. Ne? Es ist wirklich schön. Klar, das ist ein noch quasi irgendwie ein einzelnes Paralleluniversum in diesem ganzen Bier- und Craft-Bier-Universum, wo man sich wirklich auch drin verlieren kann. Also, es gibt auch ein sehr spannendes und wo wir tatsächlich natürlich auch in Zukunft dann mehr drauf einzahlen wollen, einfach auch in der Kooperation. Ja, klar, ich meine. Es gibt so eine Handvoll von diesen Brauereien, die halt Göse und Lambic, also diese belgischen Sauerbiere, herstellen in Belgien. Manche davon brauen das Bier tatsächlich auch gar nicht selber, sondern kaufen die Würze, also das Ausgangsprodukt, die aus dem Malz gelösten Zucker mit Wasser bei anderen Brauereien und machen dann selber nur die Vergärung. So haben die auch angefangen. Genau, irgendwann das Blenden und das Hinzufügen von Früchten und so. Da gibt es ganz viele. Total klasse, was ich auch, sobald ein bisschen wieder was geht, wo wir auch auf jeden Fall einen Tasting-Termin haben, haben wir schon besprochen. Es gibt etliche der Trappistenbiere, die auch oder Trappistenklöße, die auch Käse machen. Ja, und teilweise also eine ganz tolle Kombination. Genau, ne? Teilweise wird dann auch der Käse im Bier eingelegt. So. Also eingerieben. Ganz spannende Geschichte.